Kommen wir zurück nach Deutschland. Der Bundestag hat gerade die Verlängerung der epidemischen Lage beschlossen. Das sichert ja der Regierung Durchgriffsrechte. Dabei ist doch jetzt der Großteil der Bevölkerung geimpft. Und eigentlich ist ja mal versprochen worden, dass wir dann alle Freiheiten, alle Grundrechte zurückbekommen. Stattdessen wird jetzt aber wieder gestritten über 2G oder 3G und welche Einschränkungen es noch geben muss. Was muss denn eigentlich noch passieren, damit wirklich alle Corona-Vorsichtsmaßnahmen fallen können? Wir haben sehr viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die geimpft sind. Knapp 50 Millionen sind zweimal geimpft. Das ist sehr, sehr viel. Aber es ist nicht genug. Und deshalb werden wir auch erleben, dass bei dem gegenwärtigen Stand es so sein wird, dass die Zahl derjenigen, die sich infizieren, im Herbst und Winter wieder ansteigt. Es wird viele geben, die in die Krankenhäuser kommen und auch einige auf Intensivstationen werden wir sehen. Und es werden auch welche sterben. Es ist die bittere Gewissheit, die wir haben, dass die allermeisten davon diejenigen sein werden, die sich nicht impfen lassen haben. Und deshalb muss man jetzt noch mal dafür werben, dass möglichst viele da mitmachen. Richtig. Erst wenn alle geimpft sind in Deutschland, dann können wir die Vorsichtsmaßnahmen fallen lassen. Nein, wir können gar nicht so weit kommen. Wir wollen ja auch keine Impfpflicht durchführen, sondern wir wollen überzeugen. Aber das, was jetzt nachgeblieben ist, sind ja doch überschaubare Vorsichtsmaßnahmen, dass wir jetzt Masken tragen, wenn wir in Bus und Bahn uns bewegen, dass wir, wenn wir in Restaurants gehen oder in Kinos, das nur machen können, wenn wir geimpft sind oder von einer Infektion genesen sind oder wenn man sich hat testen lassen. Das sind doch Beschränkungen, aber keine solchen, die uns wieder in eine Situation bringen, die so ähnlich ist wie im Herbst und Winter des letzten Jahres. Und darüber besteht sehr, sehr große Einigkeit. Wir wollen keinen neuen Lockdown und wir wollen auch, dass der Präsenzunterricht an den Schulen stattfinden kann. In den letzten anderthalb Jahren waren vor allem Kinder und Jugendliche die Leidtragenden der Pandemie. Jetzt stellt der Bund 200 Millionen Euro den Ländern zur Verfügung, um mobile Lüfter für die Schulklassen zu kaufen. Und das auch nur für Kinder unter 12 Jahren. Ist das nicht für ein reiches Land wie Deutschland zu wenig? Wir haben Vorsichtsmaßregeln auch für die Schulen vorgesehen. Es wird weiter getestet. Das finde ich sehr wichtig, noch längere Zeit. Wir machen das übrigens auch in den Betrieben. Das sind übrigens gute Gründe, gerade was das Testen in Betrieben betrifft, die epidemische Lage zu verlängern, weil wir damit dann die Voraussetzungen dafür haben. Und wir werden auch mit Maskentragen Vorsichtsregeln in den Schulen haben, damit wir mit der Situation gut umgehen können, dass wir keine zugelassenen Impfstoffe gegenwärtig haben für Kinder unter 12. Für diejenigen, die älter als 12 sind, gibt es die Möglichkeit jetzt. Und da machen ja auch viele Kinder und Eltern, viele Jugendliche von Gebrauch. Und das wird auch die Situation noch mal ändern. Es gibt ja schon einen Unterschied zum letzten Jahr. Und dieser Unterschied ist, dass die Eltern, die Großeltern, die Verwandten im Regelfall geimpft sind. Und deshalb die Ansteckungsgefahren, die entweder von den Eltern und oder umgekehrt von den Kindern ausgehen, die ja oft gar nicht gemerkt haben, dass sie infiziert sind, die werden dann geringer. Und das wird auch dazu beitragen, dass wir eine bessere Situation haben. Jetzt ist ja in den vergangenen Monaten sehr viel Geld geflossen. Auch in den kommenden Monaten wird noch sehr viel Geld fließen. Corona-Hilfen, Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe. Bis Ende 2022 werden wir dann einen neuen Schuldenberg von 470 Milliarden Euro haben. Wie soll Deutschland das jemals zurückzahlen? Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie noch mal auf diese große Summe hinweisen, die wir eingesetzt haben werden, um die Corona-Krise zu bekämpfen. Übrigens kriegen wir von allen bescheinigt, dass Deutschland damit die beste Bekämpfung der wirtschaftlichen Krise zustande gebracht hat, die auch im weltweiten Vergleich beobachtet werden kann. Wir haben damit Arbeitsplätze gerettet, durch die Kurzarbeit wahrscheinlich über 2 Millionen alleine, aber auch all die anderen Maßnahmen, Betriebe durch die Krise gebracht. Und jetzt sehen wir ja die Anzeichen eines Aufschwungs und den wollen wir natürlich festhalten. Was nicht funktionieren wird, ist, wenn man das macht, was CDU, CSU und FDP vorschlagen, nämlich, dass man jetzt für Leute, die so viel verdienen wie ich oder noch viel mehr Steuersenkung macht, die alle zusammen 30 Milliarden Euro kosten. Das ist nicht nur unfinanzierbar, das ist angesichts der über 400 Milliarden, die ja im Wesentlichen in Unternehmen geflossen sind, um Arbeitsplätze zu retten, auch ein bisschen unmoralisch.